Hola und guten Morgen! Light Gaming ist mal wieder back in business und herzlich willkommen zu einem weiteren Pokémon Showdown Live Part auf meinem Kanal. So, okay Leute, ich würde sagen, ich beginne jetzt auch schon mal direkt mit dem Part und zwar dachte ich mir, wir spielen heute ein bisschen Random Battle. Also Random Battles hier, ihr seht es ja schon, hier so wunderbar schön markiert. Random Battle ganz einfach so, weil ich zu blöd bin, um wenn ich ein, ja, Browser, Cache, Lösch, Dings mache, also nochmal hier alles neu lösche, dass ich dann zu blöd bin, die Teams zu speichern und deshalb immer wieder vergesse, dass die Teams nicht da sind und deshalb habe ich jetzt kein Team und deshalb müssen wir wunderbar natürlich Random Battles machen. Aber das ist kein Problem, ich dachte mir einfach mal so zwei Easy-Kämpfe hier, Random Battles sollten laufen, würde ich mal so meinen. Immerhin etwas und ist ja auch eigentlich immer ganz interessant, so Random Battles finde ich ganz cool und hoffe, dass es losgeht. Okay, es geht los, wunderbar. Dann geht's los, wenn es losgeht, natürlich. Okay, Conkeldurr direkt mal gegen Beautifly, da haben wir natürlich auch einen kleinen Vorteil, muss ich ja mal so sagen. Und ich schau mal einen Ice Punch raus. Ich glaube, das Substitut war jetzt ein bisschen sinnlos für ihn, aber okay. Ich mache jetzt einfach mal Knockoff, weil ich denke, das würde auch, glaube ich, hoffentlich irgendwie ein bisschen vielleicht reichen. Und ansonsten kann es ja sein, dass er auswechselt, weil er anscheinend nichts Besseres gegen mich hat als hier so Delegato. Genau, das macht er, wechselt aus in Aromatisse. Das war jetzt vielleicht nicht das Beste, was ich so gemacht habe, aber okay. Ich habe sogar den Live-Orb drauf, das ist natürlich auch sehr schön, aber naja. Ich habe auf jeden Fall hier noch so ein paar Dinger im Team, mit denen ich irgendwie was anfangen könnte. Die Frage ist, was? Ich habe einen Kamerup im Team. Ich wechsle einfach meinen Kamerup, weil mit Feenattacken wird mir das nicht allzu viel Schaden machen, es sei denn, er kriegt einen Crit natürlich, ist ja klar. Und LOL! LOL! Warte, ey, Mega Kamerup. Oh, LOL! Mega Kamerup. Ey, geh weg, Internet. Wow, das ist cool. Warte, sieht man hier überhaupt? Nee, okay. Wow, das ist sehr cool. Ich kann hier die Mega-Evolution machen. Oh mein Gott, das hat Style, wow! Ich mache einfach mal vielleicht keine Nummer. Oh mein Gott, cool. Oh mein Gott, ich bin ein Mega-Kamerup. Aber ich kann es leider nicht sehen. Das ist ja eigentlich das einzig Schöne daran. Aber ich kann es nicht sehen, das Bild. Wie krüppelig ist das denn? Oh mein Gott. Okay, wir haben einen Mega-Kamerup. Das hat auf jeden Fall Stil. Man kann es zwar nicht sehen, aber es hat trotzdem Stil. Würde ich mal so meinen, aber gut. Ich hatte eben mir so überlegt, worüber könnte ich in diesem Part reden und ja, ganz easy peasy kann ich, worüber kann ich reden. Ich habe mir gedacht, okay, was kann das Tauros machen? Hat es irgendwie Nassschweif oder so? Ich weiß nicht, ob es das erlernen kann. Jedenfalls Rock Climb, okay, es geht sogar daneben. Oh, tut mir leid. Rock Climb, aber das reicht nicht mehr. Arrs. Und worüber rede ich? Also, zum einen, ich habe ja ein Infovideo rausgehauen und da ich mir dachte, nicht jeder guckt ein Infovideo, dachte ich mir, erzähle ich das jetzt nochmal hier kurz und so weiter. Also wie gesagt, ich hatte vor, eine Abstimmung zu machen und diese Abstimmung läuft auch schon, um ehrlich zu sein. Gerade auf Strawpoll, das ist ja diese Abstimmungsseite, was weiß ich, wo man eine Dingsauswahl angeben kann und was weiß ich. Und ja. Auf dieser Abstimmung, also in dieser Abstimmung geht es darum, dass man ganz easy, oh, Hidden Power, cool, dass man ganz easy peasy, was mache ich, glaube ich, wechsle mal ein Scolipede, oder? Oder? Und, ja, also, es geht ganz easy darum, ich mache, glaube ich, mal ein Sportsense, dass Rorriban mochte ich, oh, nö, du bist fies. Okay, ich bin irgendwie gerade vollkommen weg, also, ob ich zweimal in der Woche einen Wi-Fi-Kampf hochlade oder einfach nur einmal in der Woche einen Wi-Fi-Kampf hochlade, aber dafür nochmal Happy Wheels daneben bei. Ich stelle euch einfach mal den Link unten, also ganz oben in die Beschreibung, da könnt ihr abstimmen und so weiter und so fort. Und mich würde es natürlich freuen, wenn ihr da mal bei zuguckt, denn das hätte irgendwie Stil, finde ich. Also, einfach mal drauf gucken, abstimmen, was hättet ihr lieber, zweimal die Woche einen Wi-Fi-Kampf oder lieber nur einmal und dafür Happy Wheels, einfach mal ganz oben in der Beschreibung gucken und kurz abstimmen. Das tut, denke ich mal, keine weh und könnte euch halt auch ein bisschen Spaß ersparen, sozusagen. Also, dass ihr so sagt, ja, ich hätte viel mehr Lust auf zwei Wi-Fi-Kämpfe, dann kriegt ihr die natürlich auch und so weiter. Und ja. So, jetzt muss ich mal kurz husten, tut mir leid. Jedenfalls ist das hier ein ganz easy Spiel irgendwie für Scolipede, weil es ist schneller und kann irgendwie sehr viel One-Hitten. Das ist natürlich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Aber es ist noch ein Dialga hier.
Aber das kann ich auch mit Erdbeben sehr schön angreifen. Also Scully Peach schon mal hier der Matchwinner, würde ich mal meinen. Okay, das reicht nicht mal annähernd aus. Und der Idiot macht Stealth Rock, was natürlich irgendwie gar keinen Sinn ergibt. Dann hätte ich eigentlich einen Swords Dance machen können. Oh, super, dann hätte ich jetzt Swords Dance machen können. Okay, kann es irgendwas machen? Ich setze jetzt einfach mal Swords Dance das Verfahren ein, weil YOLO. Einfach so. Und ich glaube, den interessiert es auch gar nicht, ob er gewinnt oder verliert, weil er einfach nur gerade Kacke macht. Aber okay. Swords Dance, Quiver Dance, das ist sehr schön. Denn wir sind immer noch schneller und ja, Swag. Jetzt können wir natürlich hier eigentlich gar nichts sehr Effektives machen, sondern nur nichts Effektives. Aber das macht auch sehr, sehr viel Schaden, wenn er jetzt sogar nochmal Quiver Dance macht. Nein, macht er nicht, okay. Dann hätte sich das auch schon wieder erledigt, meine Freunde. Ich habe hier ein Aquajet drauf, das ist schön, dann kann ich das machen. Und ich habe kein kein Band, ich habe ein Choice Band. Ja, worüber kann ich noch reden? Also ganz easy, ich hatte jetzt mal vor, Pokémon Show, dann kommt ja immer montags. Hatte ich vor, ich werde jetzt einfach hier Aquajetten. hatte ich vor, dass ich jeden Montag zu dem Wi-Fi-Kampf irgendwie so ein Ladder-Match oder sowas mache, dass ich mir halt ein bestimmtes Tier aussuche und in dem Tier halt ganz normal, also versuche halt immer wieder zu gewinnen und dann halt in dieser Ladder-Match-Dings halt hochzusteigen und immer wieder Punkte zu sammeln so und unter den besten, was weiß ich, 20 oder so zu kommen, dass ich mir da irgendwie ein Ziel setze. Übrigens den ersten Kampf gewonnen hier, chillig, ich mach einfach nur einen zweiten. Oh, Swarovski, ich mag dieses Pokémon. Und dann natürlich das perfekte Pokémon für den Anfang. Ich glaube, er bleibt drin. Ah, Good Luck, Herr Fun hat er geschrieben, ich glaube immer Good Luck, Herr Fun. Ich war das irgendwie selten. Keine Ahnung warum. Jedenfalls, okay, er hat aufgegeben, Genius. Schreibt erst Good Luck, Herr Fan und gibt dann auf. Ja, dass ihr mir mal in die Kommentare schreiben könnt, was für ein Tier ich denn da so behandeln soll. Das fände ich gar nicht so schlecht. Bin ich gechoiced darf? Nein, bin ich nicht. Ich bin erst so zuerst. Okay. Money. Eine Hidden Power Eis oder Kampf, keine Ahnung. Kampf würde aber irgendwie wenig Sinn ergeben. Und Draco Meteor macht wenig Schaden. Dann wechsle ich jetzt einfach mal in... Oh, das ist cool. Das ist sehr cool. Habe ich nicht. Omastar. Oh, das Shell Smash. Omastar, das ist auch cool. Ich wusste gar nicht, dass man das so spielen kann. Die Frage habe ich irgendwie. Okay, ich habe noch einen Scheiß Scarf Typhlosion. Oh, cool, der wechselt sogar aus. Nice. Nuice. Was hätten wir denn noch? Eine Hidden Power Ice. Dann mache ich einfach mal Hidden Power Ice. Just for fun, einfach mal mich sterben lassen und so, oder nein, ich will jetzt nicht hier zu easy spielen, ich will schon irgendwas hinkriegen, deshalb, gute Frage, was ich tue, ich wechsle meinen Rotom, weil jetzt wahrscheinlich eine Bodenattacke kommt und ich das mit Levitate fressen kann, nein, kommt's nicht, scheiße, Critical Hit, aber ich kann Will-O-Wispen, das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, muss ich sagen. Und ja, also wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr da so Schönes sehen wollt. Er kriegt sogar noch einen Crit, okay. Also irgendwie ein Tier, dann werde ich mir ein Team dazu stellen und dann gucken, dass ich da so lange wie möglich irgendwie überleben kann und so weiter und so fort. Jedenfalls wechsle ich jetzt in Omastar, das ist eigentlich ganz gut hier, um meinen Shell Smash free rauszubringen, sag ich mal. Denn Omastar hat so eine hohe Verteidigung und so weiter, das ist auf jeden Fall ein Burn. Attacke von einem Golurk überleben würde. Und ja, so. Was kann ich noch großartig erzählen? Eigentlich gar nicht viel. Das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, dass der Kampf jetzt nicht allzu lange geht, dass das Video nicht so lange geht und ich merke, dass ich irgendwie wieder hyperaktiv werde. Ich weiß auch nicht warum. Aber okay. Hyperaktivität macht irgendwie Spaß, finde ich. Das ist auch, denke ich, mal ein ganz guter Titel. Irgendwie so Light Gaming mal hyperaktiv oder so. Keine Ahnung. Ich hatte... Ha, einen komischen Tag. Okay, also es ist jetzt auch 9:30 und ich mache das Video, weil ich hatte eben irgendwie ein Problem mit der Aufnahme, habe die Audio nicht aufgenommen oder so. Und deshalb leider muss ich das jetzt nochmal aufnehmen, denn der erste Part war eigentlich auch schon schön, aber auch hyperaktiv. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich morgen Schule habe oder nicht, aber er könnte auch mal langsam jetzt hier starten. Ich werde mal hier cutten und wir sehen uns gleich wieder, wenn er gemacht hat, Leute. Ciao! Okay, er macht jetzt mal langsam wieder was und da kommt sein Mega Gross in den Kampf.
Und wir verlieren jetzt die Death und die Special Death, aber das kriegen wir alles wieder restored, weil wir ja White Herb haben. Und da wir auch einen Earth Power haben, dürfte das auch sehr, sehr viel Schaden an dem Metagross hinterlassen. Ich denke mal so viel, dass es besiegt wird, sofern es keine Azultras trägt, weil die Verteidigung von Metagross zwar gut ist, aber die Spezialverteidigung nicht ganz so Züge brauchen ist. Und ich freue mich sowas von auf Mega Metagross. Ich denke mal, oh, da ist es sogar, Mega Metagross! Oh my god, though! Oh. Vor allem bei dem ist natürlich der Sprite da, aber bei mir war es eben nicht so. Coole Sache, einfach mal so Mega Metagross. Dann nenne ich das, glaube ich, irgendwie Mega Orasmus oder so. Also Oras, ihr wisst schon Bescheid. Ist ja auch egal, jedenfalls Ice Beam. Ice Beam, though. Mal für Ice Beam und perfekt predicted, man. Das war zwar nicht predicted, weil es einfach nur mal random war, aber keine Ahnung. Weil ich hatte mir schon gedacht, dass er auswechselt und ja, dann habe ich einfach mal Ice Beam gemacht, weil, ja, keine Ahnung. Einfach so. Ihr kennt mich ja, ich bin einer der besten Competitive-Spieler, die es gibt. Und ja, das war natürlich jetzt nur ein Scherz, aber das ist Typ Drache Eis und ich weiß nicht, ob ich Earth Power oder Ice Beam. Ich glaube, Earth Power wäre besser. Und das reicht nicht mal zu einem Tool. Oh mein Gott, okay, das war's schon für Omaster. Schade. Schade. Aber wir haben immer noch einen Choice gehabt. Typhlosion im Team. Und das macht mit so ziemlich jedem kurzen Prozess, würde ich mal meinen. Außer mit Golurk, wegen Focus Blast. Ich bin etwas aufgedreht, weil ich habe echt morgen so keinen Bock auf Schule und ich freue mich echt überhaupt nicht darauf, weil ich stelle mir da nicht drunter vor, jetzt wieder tierisch viel Arbeit und was weiß ich, wir haben jetzt auch noch Projektwoche bald und so weiter und so fort. Ja, mit Projektwoche, das wird dann wieder tierisch lange und anstrengend und viel zu tun in der Woche und so. Und ich cutte hier mal wieder und wir sehen uns gleich wieder, wenn es weitergeht mit dem Kampf, wenn wir mal endlich starten würde, ihr. Okay, es geht weiter und der Focus Blast trifft, anstatt mal zu missen. Focus Miss ist das ja normalerweise bei mir immer, aber es hat getroffen. Jedenfalls wollte ich weiterreden, also ist das halt immer so ein bisschen blöd. Ich glaube, ich bleib hier einfach drin und mach mal einen Focus Blast und ja, keine Ahnung. Nasty Plate, oh shit, oh scheiße. Okay, was kann man denn da tun, Schönes? Ich denke mal, ich wechsle hier in Dredigon. Und mach einfach mal einen Wutanfall. Hydro-Pumpe geht daneben, cool, das ist sehr gut. Das ist sehr gut, auch wenn das nicht, glaube ich, so viel gebracht hat. Outrage einfach mal. Oh scheiße, der ist schneller, echt. Das ist so langsam, echt so fucking langsam. Ja, was machen wir jetzt? Ich hätte noch meinen Radical mit Wild Charge. Stimmt, warum habe ich das nicht am Anfang gemacht? Aber ich glaube nicht, dass es einen Angriff überlebt. Hier mein wunderschönes Radicate. Aber ist mir auch egal, ich habe einen Sieg, recht eindrucksvoll, denke ich mal. Und ja, jedenfalls, mir geht es auch nicht um Sieg, also auf jeden Fall mal den Tier in die Kommentare schreiben, was ihr denn sehen wollt, hier für so ein Ladder-Match, Ladder-Spiel, Ladder, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Muss ich nur nochmal gucken, Let's Leiter nennt das ja der Clever, aber ich möchte das jetzt nicht von ihm angucken, sondern eher was Eigenes für mich da so rausmachen. Und vielleicht mache ich da auch so eine Challenge draus. Ich überlege mir da was Schönes auf jeden Fall. Und ich scheiße jetzt einfach drauf, dass das hier so lange dauert, sondern ich rede einfach weiter. Denn ich habe halt, wie gesagt, keine Lust, also durch Projektwoche und allgemein Schule, Schiss, dass ich das nicht so ganz gepackt kriege mit jedem Tag ein Video, weil das ist ja mehr Arbeit, als man so denkt. Und jetzt greift er an und wir überleben eine Attacke. Wild Charge reicht nicht aus, fuck. Well, Toxic Orb. Leider ist das nur Guts und das heißt, wir sind langsamer und können deshalb das Ding nicht outspeeden, aber wenn jetzt mein Focus Blast treffen sollte, dann müsste das Ding eigentlich down sein. Ich habe hier eine Hidden Power Eis, aber die wird nicht viel bringen. Ich mache jetzt einfach mal Focus Blast, denn ich denke nicht, dass er auswechselt, genau. Und es trifft sogar, wunderbar, dann hätten wir das Semi-Pure besiegt und er hat noch drei Pokémon, das ist ein Raikou, ein Metagross und ein ich schreibe mir gerade, wie ich outspeedet habe. Jedenfalls, ja, hat er jetzt hier noch Raikou Metagross. Und, wie gesagt, sein Golurk. Ich hoffe mal, dass ich das irgendwie noch vielleicht hinkriege. Ich meine, er ist verbrannt. Das heißt, da kann ich auf jeden Fall schon mal hier gewinnen. Also das Pokémon besiegen. Mit einem Dark Pulse. Das Metagross auch, wenn
Und ich wiederhole, wenn das Metagross mich nicht wirklich besiegt. Aber ich denke mal, es wird mich outspeeden. Oder? Oder? Aber ich habe immer noch eine Eruption von Choice Guard. Das sollte das Raikou auf jeden Fall auch nicht überleben. Und es macht sogar Thunder Punch, was ich jetzt auch nicht verstehe. Vielleicht hat es irgendwie gedacht, ich wäre Typ Flug oder so. Jedenfalls habe ich den Kampf hier auch, denke ich mal, gewonnen. Ich mache es einfach mal nochmal just for fun. Draco Meteor. Auch wenn ich glaube, dass mich das Raikou jetzt noch besiegt. Nein, wir überleben mit einem KP. Oh mein Gott. Okay, gut, der tut mir ein bisschen leid, aber gut, der Kampf ist jetzt auch lang genug geworden und das Video auch. Ich hoffe trotzdem, dass euch der Kampf irgendwie gefallen hat und dass ich nicht ganz zu sehr hyperaktiv war. Jedenfalls sehen wir uns morgen wieder zu einem feuerroten Nuzlocke Challenge Part und ich hoffe, euch hat das Video irgendwie gefallen. Wir sehen uns morgen wieder, Leute. Ciao!